Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, der 28. März 2022. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem TradersLab Trading und wir bereiten uns auf unserem morgendlichen DAX Trade vor. Und wir sehen, wir sind unterhalb des Daily Pivots. Wir haben ein Gap, eine Kurslücke hier von Freitag bei 14.384. Wir werden jetzt aber die Big Number platzieren und wir werden die Big Number auf der 15.3 platzieren. Und 15.307 gehen wir long oder 15.292 gehen wir short. Wenn es nach unten geht, machen wir es gemeinsam. Da haben wir die 50er Marke. Zack. So, roundabout. Da läuft der Kurs hin. Wir haben den Daily Pivot. Big Number und auch hier dann die nächste Zielmarke hier. So, wir bleiben auf diesem Chart, gucken uns mal am Freitag die Blue Boxen an. Also, wir sehen es hier. Ups. Das ist heute und am 25. sehen wir eine 22er, aber danach war es das auch. Das heißt, wir gehen einmal in die Vola-Boxen rein. Wo kommt die Vola-Box heute rein? Wir rechnen mit einem Forecast bei 15.415. Das wäre dann auch eine Hedge-Auflösung. 14.415 hier oben. Okay, gehen wir in unsere Marktübersicht, fangen an heute bei Bitcoin ganz unten. Vorlage Zickzacklinie. Und Daily Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Bitcoin also Long. Nächster Markt ist hier der Dow Jones. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Short, 5 Minuten auch Short. Also oberen Zeitebenen sind Long. Nasdaq, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. S&P 500, da sind wir jetzt gerade long gegangen. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Und kommen wir zu Öl. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Gold. Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Und the next is the DAX. Daily Long, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Also leichte Tendenz weiter Richtung Süden für the DAX. Und zum Schluss einmal ein Blick auf die Konjunkturdaten, die heute kommen. Dazu gehen wir auf die Homepage. So, heute Montag ist hier nichts, was relevant ist. Und somit wünsche ich ein gutes Gelingen. Big Number haben wir platziert. Daily Pivot MTX gab es heute Morgen schon ein Signal direkt Short. Wieso wird es bei mir nicht angezeigt? Hier die Vorlage bei Experten bzw. Indikatoren MT50 eingeben. Wir kennen das. Zack. Schließen. Und dann sehen wir hier, wenn wir das größer machen.
einmal direkt runter gelaufen. Also MTX-Signal war gut, heute Morgen direkt zur Markteröffnung. Also MTX-Signal über ein Daily Pivot, also bei 4 Minuten. Mal die Swissbox reinholen hier. Okay. Fünfzig, das genau. Einundfünfzig. Drei Minuten zwanzig. Auch dieser MTX-Wert ein wenig, ist 20 vor 9, also vor 9 Uhr, kann das Ganze ein bisschen stürmisch werden, aber wir haben hier ein klassisches Gegensignal. Retracement bei 24. Wir haben noch 2 Minuten 58. Wir sehen auf der linken Seite hier. So, wir sehen, der Signalfall rechts ist wieder weg. Minuten 41. Signalfall hier ist nicht da. Kerze kommt. Robert, guten Morgen. Volker, Werner, Rolf, guten Morgen. Lucien, Bernd, Peter, Harald, Guido, guten Morgen. Carlos, Dieter, Manfred, Peter, Ali, guten Morgen. Dirk, Georgius und Karl-Heinz. Also, Daily Pivot ist ja hier. Der Kurs war über ein Daily Pivot. Ihr müsst eigentlich nur auf der rechten Seite schauen, ob alles grün ist. Hier sehen wir es, es ist nichts grün, es ist nur rot. Deswegen ist es noch kein Setup hier. Und die Swissbox haben wir bei 14.307 jetzt platziert als erstes und 14. Etwas über 14.415 kommt die Vola-Box rein, also hier oben. Das wäre dann auch mit einem etwas höheren Risiko. Wir können das schon einstellen. Fünf eins, glaube ich. Und ich hole mir kurz noch einen Kaffee. Bis gleich. So, Big Number ist ausgeführt. Das ist also der erste Trade, den wir haben. Und eine Vola-Box, die da drüber ist. Wir haben hier bei beiden natürlich sehr dicht dran. Geringes Risiko. So, 14.400 und die Vola-Box ist auch ausgeführt. Hier sind wir beim Big Number Trade im zweiten. Ihr kennt das Spiel, da gehen wir auf 50. Uah. Hoch. So. Und auch hier gehen wir auf die 50. Rechte Seite sind wir im Gewinn. Komma 01. Sehen wir unsere Zone, es geht in Gewinn und auch dort beides.
Eröffnungstrade auf der rechten Seite ist in den Gewinn gelaufen. Bei der Vola Box habe ich mich ein bisschen verrechnet hier. 0,08. So. Aber es ist ein guter Start. Also die ersten beiden Trades in den Gewinn gelaufen. Ich verabschiede mich bei den YouTubern für unser Videotagebuch. Wir machen morgen weiter. Und im Live-Trading-Raum geht es jetzt auch wieder weiter. Bis morgen. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich